Guten Abend. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Mein Name ist Martina Helbing und ich begrüße euch recht herzlich im Namen der Veranstalterinnen, in dem Fall von den Verdi-Frauen und für Verdi Bezirk München. Wir veranstalten ja die Veranstaltung zusammen mit ATTAC München und den Nachdenken in München. Und dafür beide in Doppelfunktion steht der Andreas Schlütter, dem ich jetzt das Wort übergebe und der unseren Gast dann ganz herzlich begrüßen wird. Von mir natürlich auch. Ja, nochmal, mein Name ist Andreas Schlütter. Ich bin selber auch Verdi-Mitglied, bin Mitglied ATTAC und von ATTAC und koordiniere diesen Nachdenkseiten-Gesprächskreis in München. Also wer die Nachdenkseiten kennt vielleicht von Ihnen, von euch, ist ein Internetportal, das es seit 15 Jahren gibt und die vor 9 Jahren dazu ermuntert haben, örtliche Gesprächskreise zu gründen, um über politische Fragestellungen ja, vor Ort zu diskutieren, ein Stück weit eine lokale Gegenöffentlichkeit herzustellen. Diesen Gesprächskreis in München gibt es auch entsprechend seit 2009. Das ist jetzt in dieser Form als Kooperationsveranstaltung nach einer Veranstaltung Anfang letzten Jahres mit dem Albrecht Müller, dem Herausgeber der Nachdenkseiten, die zweite größere Kooperationsveranstaltung, die wir ja, also nicht im festen Kreis, aber insgesamt mit Verdi, ATTAC und dem Gesprächskreis hier machen. Also das vielleicht so vorweg, wie das zustande gekommen ist. Ich selber bin über diesen Gesprächskreis, über die politische Arbeit, also sehr viel, komme aus der sozialen Arbeit, sehr viel auch mit dem Thema Arbeit, habe ich auch immer wieder zu tun gehabt. Inhaltlich will ich da jetzt gar nicht weiter drauf einsteigen, weil dafür haben wir ja heute einen hervorragenden Referenten da. Ich würde ganz gerne aber 2, 3 Sachen kurz vorweg schicken. Warum diese Veranstaltung und warum auch gerade jetzt, also als wir die geplant haben, das war zu Jahresbeginn, da waren ja die letzten Kapriolen, die hier ein ehemaliger bayerischer Ministerpräsident und Heimatminister in den letzten Wochen anstellt, überhaupt noch nicht absehbar. Also das, was sozusagen, was aktuell den politischen Diskurs, den veröffentlichten politischen Diskurs in den letzten Wochen bestimmt hat, ist eigentlich gar nicht die große Herausforderung. Ja, für 5 Flüchtlinge am Tag oder wie viel kommen, einen solchen Popanz aufzubauen, ist, finde ich, unverantwortlich, wenn man sich anschaut, wie diese Gesellschaft auseinanderdriftet, wo die tatsächlichen Probleme liegen. Und ja, und die Probleme dieser Gesellschaft, und das wirst du sicher gleich auch im Laufe deines Vortrags auch natürlich näher ausführen, liegen ja in der Tat darin, dass systematisch diese Gesellschaft auseinanderdriftet und das politisch auch gewollt, durch entsprechende Entscheidungen gewollt und umgesetzt wird. Ja, nicht zuletzt Hartz IV, aber ich finde, das hat auch schon früher begonnen. Ja, das hat auch schon für mich subjektiv wahrnehmbar auch schon mit der sogenannten geistig-moralischen Wende, also mit dem Wechsel in der Kanzlerschaft zu Helmut Kohl hin und dem Lambsdorff-Papier und alles, was sozusagen an Beigeschichte dabei war, bereits da sind ja schon die ersten Weichenstellungen erfolgt und seitdem hat das also sich kontinuierlich fortgesetzt. Ja? Und gut, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, deswegen weil dafür, das ist ja gleich die Aufgabe von Professor Butterwegge. Ja, Christoph Butterwegge, Professor für Politikwissenschaft, langjährig von 1998 an der Universität in Köln. Mittlerweile seit Sommer 2016 offiziell im Ruhestand, aber faktisch, glaube ich, mehr im Unruhestand, wenn ich das so mitkriege. Also du hast auch dieses Jahr nochmal Bücher veröffentlicht. Du hast dich, wenn ich mir das anschaue, nicht nur mit dem Thema Armut und Reichtum, Verteilungsfragen auseinandergesetzt, sondern ein weiteres Thema sozusagen in der Biografie, was heute am heutigen Tag eine besondere Bedeutung bekommen hat,
ist aber heute auch nicht Gegenstand der Verhandlungen, aber auch du hast dich mit dem Thema Rechtsextremismus in vielfältigster Form in den Jahren deiner Forschung auch auseinandergesetzt und auch dazu einiges veröffentlicht. Aber heute, wie gesagt, geht es um das Thema, ja, wie sich die soziale Ungleichheit im reichen Deutschland verschärft. Ja, also ich denke, ich muss da nicht sehr viel mehr sagen, sondern überlasse dir hier jetzt das Mikrofon. Herzlichen Dank. Ja, einen recht schönen guten Abend allerseits, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn es auch nicht Kolleginnen und Kollegen unter uns gibt. Dem Andreas und der Martina herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung. Weil wir in München sind, will ich beginnen mit einer Vorbemerkung, die das Problem der sozialen Spaltung in Deutschland ganz gut vielleicht auch zum Teil in Extremform auf den Punkt bringt, und zwar anhand einerseits einer alten Frau, die in einer Sendung zur Altersarmut mir schilderte, wie sie in München lebt. Und sie berichtete, dass sie war mal Druckereibesitzersgattin, ist unverschuldet, weil die Firma insolvent ging, in Armut geraten, hat nur eine kleine Rente, schämt sich, Grundsicherung in Anspruch zu nehmen und schildert, wie sie abends im Dunkeln sitzt, um Strom zu sparen, vor einem Glas warmer Milch, weil ihre Großmutter ihr in der Kindheit erzählt hat, dass man den Hunger nicht spürt, wenn man warme Milch trinkt. Und mir lief da offen gestanden es kalt den Rücken herunter, weil ich gleichzeitig natürlich weiß, dass vor wenigen Wochen im Mai 2018 das reichste Geschwisterpaar, auch in München, Susanne Klatten und Stefan Quandt, für das Vorjahr nur an Dividende aus ihren BMW-Aktien 1.126.000.000 Euro bezogen haben. 1.126.000.000 Euro. Das ist die Kluft in diesem Land. Und ich nenne diese Zahl deshalb zweimal, weil man sie sonst weder in den Medien noch in den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung noch sonst irgendwo hört, obwohl sie frei zugänglich ist im Geschäftsbericht zum Beispiel von BMW. Das dokumentiert, glaube ich, die Situation in unserem Land, sicherlich festgemacht an Extremen. Die Reichsten auf der einen Seite und eine arme Rentnerin, der es nicht so besonders gut geht und die sicherlich jetzt auch nicht stellvertretend für alle Rentnerinnen und Rentner in Armut dasteht, weil sicher gibt es auch Abstufungen, aber es zeigt doch, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Und was ich jetzt machen will, ist, ich will zuerst kurz klären, was ich eigentlich unter Armut, Reichtum, sozialer Ungleichheit verstehe, weil das eigentliche Problem ist die wachsende soziale Ungleichheit, die ich für das Kardinalproblem der Menschheit halte. Global, weil daraus Krisen, Kriege und Bürgerkriege erwachsen, die dann in Gestalt von Flüchtlingen zu uns kommen, wo dann der frühere hiesige Ministerpräsident sich entsprechend in Position werfen kann und versuchen kann, die Schotten dicht zu machen und Menschen, die unserer Hilfe dringend bedürfen, die abzuweisen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, dass der Reichtum da ist, die Armut und der Reichtum sich verschärfen, gerade auch in Form natürlich von nationalstaatlicher Ungleichheit. Und mich wundert immer, dass dieses Problem dann häufig nur global verortet wird und die eigene Gesellschaft so wenig in den Blick genommen wird. Wenn man in Köln würde man auf die Domplatte gehen, ich weiß nicht, wo man in München hingehen würde, um viele Menschen zu treffen, wenn man da eine Umfrage startet, wer hat den großzügigsten Sozialstaat, welches Land? Welches Land hat die liberalsten Asylgesetze? Welches Land hat am wenigsten soziale Ungleichheit? Welches Land hat die sichersten Atomkraftwerke? Dann würden da fast alle sagen, die Bundesrepublik Deutschland. Und dasselbe würden übrigens auch die Menschen, wenn man sie fragt, in
den USA, in Italien, in Norwegen, in Kanada sagen. Und alle können natürlich nicht recht haben. Also es wird dann häufig die soziale Ungleichheit wahrgenommen in den USA, in Brasilien, in Panama und in anderen Ländern, aber nicht im eigenen Land, weil bei uns die Vorstellung herrscht, wir haben es hier mit einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft zu tun, von der Helmut Czelski 1953 sprach, als im beginnenden Wirtschaftswunder alle angeblich auf den VW Käfer und das Schwarz-Weiß-Fernsehen hinsparten. Und weil der Eindruck entstanden und natürlich auch bewusst erzeugt worden ist, dass hier in einer sozialen Marktwirtschaft weder extreme Armut noch extremer Reichtum existieren. Und diese Sichtweise ist falsch, weil eben auch im nationalstaatlichen Rahmen die Kluft zwischen Arm und Reich sich so vertieft, dass daraus soziale Verwerfungen entstehen können, dass das entsprechende Konsequenzen natürlich hat für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Also ich wundere mich jedes Mal, wenn ich von den etablierten Parteien höre, ganz besonders natürlich in Wahlkämpfen, man will den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Wenn man das will, muss man dafür sorgen, dass die Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet, was ihre materielle Situation oder die materielle Situation ihrer gesellschaftlichen Gruppen und Schichten angeht. Und dann muss man natürlich Umverteilung betreiben von oben nach unten. Also um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, bedarf es der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Das wird nicht gesehen und das will man nicht sehen und davor verschließt man die Augen. Ich will kurz die Begriffe klären. Ich will dann, man kommt nicht ohne Statistiken aus, auch wenn ich kein großer Freund davon bin, ein paar Zahlen nennen. Ich will die Ursachen beleuchten und ich will dann schließlich, wenn die Zeit noch reicht, sonst machen wir das in der anschließenden Diskussion, zu der Bekämpfung der Ursachen etwas sagen, weil nur wenn man die Ursachen kennt, kann man das Richtige dagegen tun. Armut wird bei uns häufig, ich mache das mal fest an dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, aber nicht, weil ich den jetzt so sehr für wichtig in dem Zusammenhang halte, sondern Millionen Menschen in Deutschland denken so, dass Armut eigentlich da anfängt, wo ein Mensch hungert. Ich nenne das so einen steinzeitlichen Armutsbegriff, also nur dann, wenn Menschen von Wasser und Brot leben, nur dann sind sie arm. Das war natürlich früher so. Aber in einer sehr wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft sind auch Menschen arm, die eben nicht hungern müssen, wie die alte Frau in München, sondern die zwar ihre Grundbedürfnisse befriedigen können, also nicht absolut arm sind, aber relativ arm sind in dem Sinne, dass sie sich vieles von dem nicht leisten können, was für fast alle in der Gesellschaft als normal gilt. Die also nicht teilhaben können am gesellschaftlichen, am sozialen, am kulturellen, auch am politischen Leben. Weil man stelle sich mal vor, diese alte Frau oder auch eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, von denen gibt es übrigens 600.000 mit ungefähr 1 Million Kindern, die befürchtet, am 20. des Monats nichts Warmes mehr auf den Tisch zu bekommen oder die befürchtet, dass ihr der Strom abgestellt wird. Das passiert ungefähr 650.000 Haushalten pro Jahr. Die soll jetzt nach Berlin fahren zu einer politischen Demonstration. Im Hartz-IV-Regelsatz sind um 25 Euro für Mobilität enthalten. Das heißt, sie kann es schon gar nicht bezahlen. Sie kann sich noch nicht mal eine Monatskarte in Köln dafür leisten, viel weniger aber nach Berlin fahren. So, und das heißt, Menschen, die jetzt nicht von größtem Elend und von größter Not erfasst sind, aber die eben in dieser Gesellschaft sozial dann auch ausgegrenzt werden, weil Armut in einem reichen Land im Unterschied zu Armut in einem armen Land bedeutet, dass man selber dafür verantwortlich gemacht wird. Kein Armer, der in einem Slum in Nairobi lebt, wird gefragt, warum bist du eigentlich arm? Rechtfertige dich mal. Aber jeder Hartz-IV-Bezieher in der Bundesrepublik Deutschland wird entweder explizit oder aber unterschwellig immer gefragt, wieso bist du denn ein Transferleistungsempfänger? Bist du ein Faulenzer, ein Drückeberger, ein Sozialschmarotzer? Und die privaten Fernsehsender, aber nicht nur die, machen sich dann auch noch lustig, verhöhnen die Betroffenen,
ziehen sie durch den Kakao und ähnliches mehr. Und ich vertrete ganz prononciert die Auffassung, die für viele Menschen schwer nachvollziehbar ist, obwohl ich finde, sie leuchtet unmittelbar ein, dass Armut in einem reichen Land viel demütigender, viel erniedrigender, viel deprimierender sein kann als Armut in einem armen Land, weil Armut in einem reichen Land entsolidarisierend wirkt. Armut in der sogenannten dritten oder vierten Welt führt dazu, dass sich die Betreffenden solidarisieren. Die Straßenkinder in Südamerika gründen Gewerkschaften, wehren sich politisch. Die Armen bei uns ziehen sich in ihre vier Wände, häufig schimmligen vier Wände, zurück, können gar nicht, wie die alte Frau in München, in den Biergarten gehen, sich mit Freunden im Restaurant treffen, ins Kino oder mal ins Theater gehen. Das ist relative Armut. Und diese relative Armut, ich will das nochmal an einem Beispiel kenntlich machen, die ist eben nicht so gestaltet, dass man sagen kann, da jammern ja die Hartz-IV-Bezieher auf hohem Niveau. Weil der Jugendliche, der im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen auf dem Schulhof steht und von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht wird, der leidet eben darunter, unter dieser sozialen Ausgrenzung, mehr als unter der Kälte, die er spürt. Und das sich nicht klar zu machen, ist so, wie ich finde, ganz typisch für einen Großteil der Gesellschaft, die natürlich insgesamt oder ein großer Teil tatsächlich saturiert ist, in dem Sinne, dass, wie die Bundeskanzlerin das dann sagt, es geht den Menschen in Deutschland so gut wie noch nie. Das trifft ja für ganz, ganz viele zu. Aber eben auf Kosten von anderen, denen es schlechter und manchen immer schlechter geht. Und diese mangelnde Empathiefähigkeit, also die Unfähigkeit, sich hineinzuverdenken, für mich ist das etwas, was sehr stark zu tun hat mit so einer Situation eines Bürgers oder vielleicht sogar eines Besitz- oder auch Bildungsbürgers, der unfähig und unwillig ist, sich in die Betroffenen hineinzuversetzen. Ich war neulich auf dem 101. Deutschen Katholikentag in Münster in einer Podiumsdiskussion mit der Bundesfamilienministerin Giffey, die gerade ins Amt gekommen war. Und da hat ein früherer CDU-Politiker dann unter dem großen Beifall des Saales gesagt, naja, das sei ja alles gut und schön, was ich so darstelle über die Armut. Aber die Hartz-IV-beziehenden Eltern, die könnten ja auch mal schließlich für ihre Kinder ein Pausenbrot machen, und das sei sozusagen die Vernachlässigung der Kinder in diesen Familien, sei eben nicht erzeugt durch den niedrigen Regelbedarf des Staates und dass die Gesellschaft nicht darum genug kümmere, sondern sei die Schuld der Eltern. Und da bin ich irgendwie, muss ich gestehen, so ein bisschen ausgeflippt und habe dem Publikum vorgeworfen, dass es eben bürgerlich saturiert sich nicht hineinversetzen kann. Und habe dann aus meiner Betroffenheit heraus, ich wurde dann der Publikumsbeschimpfung geziehen und es endete fast in einem Eklat. Aber ich habe geschildert, dass ich zum Beispiel meinen kleinen Kindern, die ich habe, natürlich also nicht nur ein Pausenbrot jeden Tag mache, wenn sie in die Kita und in die Schule gehen, sondern auch die Zähne putze oder dafür sorgen, dass sie das tun. Aber ich kann total nachvollziehen, dass die alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die ganz andere Sorgen hat, dass die eben vielleicht das Pausenbrot vergisst oder in diesem totalen Stress, in dem man selbst in einer so gut bürgerlichen Familie wie in meiner, ohne jegliche materielle Sorgen, einfach aufgrund dieses Zeitdrucks und die Kinder, die lärmen und es klappt alles nicht so, die fertig zu machen, dafür kein Verständnis zu haben und nicht zu verstehen, dass die vielleicht andere Sorgen hat, eine solche alleinerziehende Mutter, als sich um die Mundhygiene ihres Kindes so hundertprozentig zu kümmern, wie das angesagt wäre und wie das vielleicht ein pensionierter Hochschullehrer tut, der da in seinem Eigenheim lebt und wirklich ja im Unruhestand der Kinder wegen, aber doch natürlich die Muße hat, sich um solche Dinge zu kümmern. Das nachzuvollziehen, ist vielen in der Gesellschaft, selbst denjenigen, die, so nehme ich mal an, wer zu einem Katholikentag fährt, dass der eigentlich eher wahrscheinlich doch ein soziales Verantwortungsbewusstsein haben sollte, auch christliche Nächstenliebe beherzigen sollte. Selbst da ist das nicht möglich, offensichtlich. Und das zeigt mir, dass das Problem der wachsenden sozialen Ungleichheit, insbesondere der Armut, die natürlich
sich als Extremform dieser sozialen Ungleichheit zeigt und die auch weiter sich in die Mitte der Gesellschaft hinein vorschiebt, dass dieses Problem, statt dass es skandalisiert, dass es betrachtet und auch natürlich politisch dann verändert wird, stattdessen nimmt man es hin und schiebt den Betroffenen sogar noch die Schuld dafür zu. Und das ist, finde ich, dann für diejenigen, die von Armut betroffen sind, natürlich das Allerschlimmste. Darunter leiden die. Dass es da viele Suchtprobleme, psychosoziale Probleme gibt, das hat damit zu tun, wie die Gesellschaft mit diesem Problem umgeht. Dass sie eigentlich gar nicht damit umgeht, dass sie es ignoriert, dass sie die Augen zumacht, dass sie solche Sprüche ablässt wie Jens Spahn, dass ein Hartz-IV-Bezieher nicht arm ist und dass die Armut ja gerade bekämpft wird durch Hartz IV und dass niemand hungern muss, auch wenn es die Lebensmitteltafeln nicht gäbe. Zu denen übrigens 1,5 Millionen Menschen in Deutschland gehen und wo man sagen muss, wenn die da nicht versorgt würden, dann wäre eben die Situation der alten Frau in München, die ich an den Anfang gestellt habe, eben noch dramatischer. Das ist für mich so der Antrieb, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu versuchen, jedenfalls dafür mehr Aufmerksamkeit auch zu erzeugen. Und die relative Armut müsste man jetzt betrachten, obwohl es auch absolute Armut in Deutschland gibt. Die wird so in den Medien meistens ja mit der dritten oder vierten Welt in Verbindung gebracht. Da denkt man an die Hungerbäuche der Kinder in Afrika. Aber dass es natürlich absolute Armut auch in Deutschland gibt, das wird nicht anerkannt. Obwohl im 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung durchaus zu lesen ist, wie hoch die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen ist. Dass es in Deutschland 826.000 Wohnungslose und 52.000 Obdachlose gibt, weiß die Bundesregierung aufgrund von Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAG, nicht aufgrund der Erhebung der Statistischen Landesämter und des Statistischen Bundesamtes. Weil die erheben alles Mögliche, so weiß man ganz genau, wie viele Bergziegen und Zwerghasen es in Deutschland gibt, aber nicht, wie viele Menschen ohne Wohnung dastehen. Und ich behaupte, das ist kein Zufall, dass es so ist. Dass genau das nicht erhoben wird, was Probleme von Armut und sozialer Ausgrenzung betrifft. Und deswegen, finde ich, müsste diese reiche Gesellschaft noch stärker damit konfrontiert werden, wie die Situation sich entwickelt, wie arm und reich auseinanderdriften. Und ich will das jetzt nochmal an so ein paar Zahlen kenntlich machen. Wenn man jetzt sich auf die relative Armut konzentriert, die da meistens im Vordergrund steht, dann ist die Konvention der Europäischen Union, dass jemand relativ arm ist in jedem Mitgliedsstaat der Union, wenn er weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das ist für einen Alleinstehenden in der Bundesrepublik Deutschland 969 Euro. Und 12,9 Millionen Menschen, das sind 15,7% der gesamten Bevölkerung, sind in diesem Sinne relativ arm. Die Europäische Union nimmt das natürlich als Armutsmaßstab, weil man ein absolutes Maß nicht nehmen kann. Würde man zum Beispiel sagen, jeder ist arm, der weniger als 500 Euro im Monat hat, dann hätte man das Problem, dass in Litauen oder Lettland man mit 500 Euro nicht arm ist und dass man in Luxemburg noch nicht mal eine Besenkammer mieten kann von 500 Euro. Deswegen muss es auf jede einzelne Gesellschaft betrachtet geguckt werden. So, das ist die Situation. Und wenn man jetzt nochmal bestimmte Gruppen anguckt, was das zumindest der Titel unseres Vortrages ja nahelegt, nämlich arm, ärmer, altersarm, dann sind, deswegen kann ich mir das so gut merken, 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in dieser Situation, dass sie in Familien leben, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Und auch 2,7 Millionen alte Menschen über 64 Jahre, da musste ich mich erst dran gewöhnen, dass man für die Statistiker arm ist, wenn man über 64 ist, weil ich bin jetzt 67 und fühle mich überhaupt noch nicht alt. Auch 2,7 Millionen Menschen über 64
sind in diesem Sinne armutsgefährdet, wird dann häufig gesagt. Auch das ist wieder so eine Verharmlosung und Verdrängung des Problems, weil wer mit 969 Euro in Köln oder erst recht in München lebt, der ist natürlich einkommensarm und der ist nicht von Armut bedroht. Mich fuhr mal ein Taxifahrer zum Flugplatz in Köln, der erzählte mir, dass er 1200 Euro Rente hat, aber mit 74 eben noch durchaus Taxi fährt. Es machen übrigens mehr als 1 Million Menschen über 64, arbeiten im Minijob, um noch zusätzlich was zu verdienen. Da sagen dann die Talkshow-Gäste der anderen Seite sofort natürlich, ja, die machen das nicht, weil sie das Geld brauchen, sondern weil sie was Gutes tun wollen, weil sie sich nützlich machen wollen, weil sie soziale Kontakte haben wollen und pflegen wollen. Und ich sage dann daraufhin, haben Sie schon mal die Gattin eines Chefarztes gesehen, die öffentliche Toiletten putzt? Weil sie noch soziale Kontakte pflegen will und weil sie für die Gesellschaft was Gutes tun will. Nein, die allermeisten tun das natürlich im Alter, dass sie noch neben der Rente, die zu klein ist, einen Minijob ausüben, Regale einräumen, Zeitungen frühmorgens austragen oder wie in diesem Falle der Taxifahrer ganz frühmorgens Taxi fährt. Und 1200 Euro ist seine Rente, damit fiel er außer in Luxemburg aus allen Armutsstatistiken der Welt heraus. Aber er sagte mir, seine Miete ist 750 Euro und von den 450 Euro kann er nicht leben. Und da habe ich mich gefragt, was macht der Mann, wenn er 84 ist? Was macht er, wenn er 94 ist und zusätzlich medizinische, pflegerische Leistungen einkaufen muss? Wie will er das dann machen, wenn er eben nicht mehr Taxi fahren kann? Das ist die Situation. Und ich müsste, wenn ich zu den Ursachen komme, dann auch bezogen auf die einzelnen Gruppen nochmal spezifische Ursachen nennen. Ich hoffe, dass die Zeit dafür reicht. Zumindest werde ich das versuchen zu streifen. Der Reichtum in Deutschland ist sehr viel schwieriger zu erfassen. Im 5. Armuts- und Reichtumsbericht wird gesagt, dass die reichsten 10% in der Gesellschaft 51,9% des Netto-Gesamtvermögens verfügen. Und diese Zahl ist sicherlich schon an sich dramatisch genug. Aber wenn man zum Beispiel Angaben des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht, das auf diesem Gebiet einschlägig ist, dann stellt man fest, der Reichtum konzentriert sich auch bei den Reichen in wenigen Händen. Also da wird davon ausgegangen, dass 2/3 des Netto-Gesamtvermögens den 10% der Reichsten gehören. Das reichste 1% hat noch 33% und das reichste Promille hat noch 17% des Netto-Gesamtvermögens. Und auch diese Zahlen sind wahrscheinlich noch nicht mal exakt. Deshalb, weil sich der Reichtum versteckt, weil er wie ein scheues Reh ist, weil natürlich Gelder auch versteckt und verschoben werden und weil man also den Reichtum so statistisch gar nicht erfassen kann. Genauso wie übrigens natürlich bei der Armut die Zahlen eher höher sind, gerade in Bezug zum Beispiel auf die Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher, muss man das sagen, Anspruch darauf hätten sehr viel mehr. Also die Bundesregierung beruhigt sich zum Beispiel damit, dass die Altersarmut, dass 526.000 Menschen die Grundsicherung im Alter beziehen. Aber gerade unter den alten Menschen, man sagt, die Nicht-Inanspruchnahme-Quote ist dann sozusagen so, dass 2/3 gar nicht einen Antrag stellen, obwohl sie diese Leistung beziehen würden. Nur 1/3 tut das überhaupt. Man müsste das also wissen, dass die Dunkelziffer da besonders hoch ist, weil alte Menschen sich schämen, zu stolz sind, den bürokratischen Aufwand scheuen, Angst vor den Ämtern haben oder befürchten, dass ihre Kinder und Enkel herangezogen werden zum Regress, wenn sie zum Grundsicherungs- oder zum Sozialamt gehen. Und aus diesen und anderen Gründen stellt man dann keinen Antrag. So sieht man, dass also eher, wenn man das jetzt gesamt betrachtet, die Armut im Land eher unterschätzt wird und der Reichtum im Grunde, was seine Konzentration angeht, auch unterschätzt wird, weil da auch dann sicherlich nicht immer exakte Angaben gemacht werden oder exakte Angaben vorliegen.
Man sieht allerdings schon an diesen wenigen Zahlen und gerade auch das Ansteigen zum Beispiel dieser sogenannten Armutsrisikoquote, also die genannten 15,7% waren zum Beispiel in den 90er Jahren und zu Beginn des Jahrtausends deutlich niedriger. Also man kann über die Jahre sehen, dass da ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Es gibt zwar Institute wie das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, eine Lobbyeinrichtung der deutschen Wirtschaft, das sagt, seit 2005 hat sich die soziale Ungleichheit nicht mehr verstärkt. Aber mir erscheint das total unglaubwürdig, weil dazu komme ich nachher noch bei den Ursachen. Gerade nach 2005 oder ab 2005 Gesetze in Kraft getreten sind, die dafür gesorgt haben müssen, dass die soziale Ungleichheit sich erhöht. Und damit bin ich dann auch bei dieser Frage nach den Ursachen. Also eine kapitalistische Gesellschaft, in der die einen die Produktionsmittel besitzen, also denen gehören die Firmen, die Banken, die Versicherungen. Und die anderen müssen ihre Arbeitskraft auf einem Arbeitsmarkt verkaufen, der mit sich bringt, dass sie in manchen Regionen Schwierigkeiten haben, bei bestimmten geringen Qualifikationen große Schwierigkeiten haben und erst recht bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ist eigentlich angelegt, dass sich diese Gesellschaft sozialstrukturell immer weiter in Arm und Reich spaltet. Aber was wir jetzt beobachten an Zunahme von sozialer Ungleichheit, das führe ich auf drei Ursachenbündel zurück, die zwar damit zu tun haben mit dieser kapitalistischen Gesellschaft, die aber eben bedingt sind dadurch, dass der Neoliberalismus als zunächst eine ökonomische Theorie, dann eine Sozialphilosophie und inzwischen, ich würde beinahe sagen, eine politische Zivilreligion dafür gesorgt hat, dass auch mit gesetzgeberischen Maßnahmen ganz bewusst die soziale Ungleichheit verstärkt worden ist, weil der Neoliberalismus davon ausgeht, dass soziale Ungleichheit eben nichts Schlimmes ist, sondern im Gegenteil aus gesellschaftlicher Perspektive dafür sorgt, dass der eigene Wirtschaftsstandort besonders produktiv und besonders leistungsfähig ist. Und deswegen ist die soziale Ungleichheit etwas, was bewusst produziert wird. Das ist kein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung, kein sozialpolitischer Betriebsunfall, sondern ich vertrete die Auffassung, dass spätestens seit der Jahrtausendwende, also mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen, um es jetzt auch festzumachen, weil soziale Spaltung hat auch soziale Spalter, also hat auch Verantwortliche, die dafür gerade stehen müssen, dass sie diese Entwicklung eingeleitet haben. Gerhard Schröder hat übrigens ganz dezidiert in einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt, dass sie, jetzt kommt ein wörtliches Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen haben. So, und da bin ich gleich bei dem ersten Ursachenbündel. Das erste Ursachenbündel ist die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Wenn man im Rahmen dieser Agenda-Reform den Kündigungsschutz lockert, die Leiharbeit liberalisiert, prekäre Beschäftigungsverhältnisse einführt, Mini- und Midijobs, wenn man Werk- und Honorarverträge erleichtert, dann weiß man, dass man damit natürlich eine Lohndumpingstrategie verfolgt, um den Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten zu machen und dass man aber erzeugt einen wachsenden Niedriglohnsektor, in dem inzwischen ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten tätig sind. Und dieser Niedriglohnsektor, der ist das Haupteinfallstor für heutige Erwerbs-, Familien- und Kinder- und spätere Altersarmut. Weil wenn man niedrige Löhne hat, wenn man womöglich kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis hat, sondern prekär beschäftigt ist, oder aber wenn man zum Beispiel in Zwangsteilzeit arbeitet, auf jeden Fall erwirbt man am Ende keine hohen Rentenanwartschaften und landet deswegen am Ende des Erwerbslebens in der Grundsicherung im Alter, weil die Rente nicht reicht oder vielleicht gar keine überhaupt erworben wird. Und das heißt Hartz IV bis zum Tod, um es mal so auszudrücken. Denn die Grundsicherung im Alter ist genauso hoch oder je nach Sichtweise genauso niedrig wie Hartz IV. Das zweite Ursachenbündel ist die Demontage des Sozialstaates. Also nicht erst seit dem Amtsantritt von Gerhard Schröder 1998, sondern ich würde sagen seit ungefähr der Weltwirtschaftskrise 1974, 75 unter der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt.
sind über unzählige Gesetze und Gesetzesveränderungen, Novellierungen, sind sozialstaatliche Leistungen eingeschränkt worden und es ist sogar ein Um- und Abbau des Sozialstaates erfolgt. Also die Struktur des Sozialstaates ist verändert worden. Also Leistungen zu kürzen oder Anspruchsvoraussetzungen zu verschärfen, ist mal das eine. Aber die ganze Architektur dieses Sozialstaates, den wir in der Bismarckschen Tradition haben und der sicher kein Idealstaat ist, sondern der hat patriarchalische, der hat repressive, der hat autoritäre Züge, gar keine Frage. Und trotzdem hat er dafür gesorgt, Helmut Schmidt hat ihn übrigens paradoxerweise, wie ich finde, als die größte kulturelle Errungenschaft Europas im 20. Jahrhundert bezeichnet, das unterschreibe ich sofort. Aber unter seiner Regierung hat angefangen, das, was natürlich dann mit der Riester-Reform und mit Hartz IV, würde ich sagen, als Höhepunkten in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat und das Armutsrisiko für viele Menschen erhöht hat. Mit der Riester-Reform im Jahre 2001 sind zwei tragende Prinzipien des Sozialstaates außer Kraft gesetzt worden. Das eine ist die Lebensstandardsicherung. Man hat nicht mehr geguckt, reicht die Rente zum Leben, sondern man hat mit der Riester-Reform und dann mit der Rürup-Reform 2004 hat man dafür gesorgt, dass das Rentenniveau durch sogenannte Dämpfungsfaktoren, wie die heißen, ich nenne sie lieber Kürzungsfaktoren, von 53% vor Steuern damals auf 43% vor Steuern im Jahr 2030 sinkt. Und Andrea Nahles hat in ihrer Zeit als Arbeits- und Sozialministerin in ihrem Haus ausrechnen lassen, dass das Sinken sogar noch weitergeht bis zum Jahre 2045 auf 41,7%. So, und wenn man das macht, dann ist doch ganz klar, dass sich dadurch das Armutsrisiko für Menschen erhöht. Und zwar auch übrigens Renten im Vergleich zu den Löhnen absacken, deren Bezieherinnen und Bezieher nicht arm sind. Das trifft auch andere Rentnerinnen und Rentner, die Absenkung des Rentenniveaus. Aber für diejenigen, die eher eine niedrige Rente haben, ist es natürlich noch viel dramatischer, dieses Absenken des Rentenniveaus. Und das Zweite, was man gemacht hat mit der Riester-Reform, man hat die paritätische Finanzierung durchbrochen. Also dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen gleichen Beitragsanteil zahlen. Das hat man gemacht, indem man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr oder weniger, zwar nicht gesetzlich verpflichtet, aber angehalten hat, 4% ihres Bruttoeinkommens in die private Altersvorsorge zu stecken. Also kapitalgedeckte Altersvorsorge heißt das. Ich nenne sie finanzmarktabhängige Altersvorsorge, weil dadurch ist natürlich, und genau das war auch das Ziel, dadurch sind einerseits die sogenannten Lohnnebenkosten, das heißt die Sozialbeiträge der Unternehmen gesunken. Das war das eine, was man erreichen wollte. Und das andere, es sind die Profite und Provisionen von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern gestiegen. Also man hat gewissermaßen ein riesiges Konjunkturprogramm aufgelegt für diese Versicherungswirtschaft. Und man hat dafür aber den Sozialstaat demontiert ein Stück weit und das alles Schritt und Scheibchenweise und fortgesetzt worden ist das dann durch Hartz IV. Hartz IV ist gegenwärtig auch innerhalb der SPD wieder in der Diskussion, aber mich wundert, wenn ich mir die Debatte angucke, dass am Kern von Hartz IV überhaupt nicht gerüttelt wird. Ich habe teilweise auch den Eindruck, man weiß gar nicht mehr, was eigentlich Hartz IV ist. Da nennt der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, seinen Vorschlag, einen sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen, ein solidarisches Grundeinkommen und glaubt damit dann Hartz IV, was er durchaus richtig kritisiert, dass das nie Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden habe, Hartz IV, und der Niedergang der SPD damit zu tun habe, das ist eine richtige Erkenntnis. Daraus zieht er den Schluss, sozialer Arbeitsmarkt. Ich habe überhaupt nichts gegen einen sozialen Arbeitsmarkt, würde mir nur wünschen, dass gerade wenn man den so solidarisch nennt, da dann tariflich bezahlt wird. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt. Mein zentraler Punkt ist eigentlich, dass Hartz IV natürlich nicht dadurch außer Kraft gesetzt wird, dass man etwas einführt, was es vor Hartz IV auch schon gab. Das ist doch mit ABM zum Beispiel der Fall gewesen, die dann schlecht geredet worden sind, um sie abschaffen zu können. Aber das jetzt wieder einzuführen, auch auf der Bundesebene, was jetzt die Große Koalition da plant,
ist in der Tendenz erstmal richtig, auch wenn dann die Art und Weise, wie es da ausgeführt wird, sicherlich nur, also erstens ein Tropfen auf einen heißen Stein ist und zweitens auch in der Ausführung absolut nicht ausreicht, um Menschen aus der Armut herauszuführen. Aber dass man sie dann 5 Jahre wenigstens beschäftigen will, ist sicher positiv. Nur was hat das mit Hartz IV zu tun? Menschen aus Hartz IV herauszuholen, was erstmal begrüßenswert ist, ist ja nicht das Antasten von Hartz IV als ein Gesetzeswerk, das eine Gesellschaft der Angst und der Eiseskälte, nämlich der sozialen Eiseskälte, geschaffen hat. Und jetzt kommt so ein kleiner Werbeblock, habe ich in diesem Jahr 2018 wieder neu aufgelegt, das Buch Hartz IV und die Folgen. Und es heißt im Untertitel, auf dem Weg in eine andere Republik, weil ich glaube, dass sich die Gesellschaft der Bundesrepublik dadurch wesentlich verändert hat. Hartz IV hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir dieses Problem der sozialen Spaltung und das Problem der Armut in Deutschland heute sehr viel massiver haben, als das vorher der Fall war. So, und das dritte Ursachenbündel, das ist nun, denke ich, eine Steuerpolitik. Eine Steuerpolitik, die ich nenne nach dem Matthäus-Prinzip. Denn im Evangelium des Matthäus heißt es, wer hat, dem wird gegeben, und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Und da sind seit den frühen 90er Jahren Steuerreformen von Regierungen unterschiedlicher Couleur gemacht worden, in denen dann als Ergebnis, das wäre ein eigenes Referat wert, praktisch alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in Deutschland gibt, entweder gesenkt oder abgeschafft worden sind oder eingefroren worden sind. Denn das Verrückte ist, dass zum Beispiel die Vermögensteuer noch im Grundgesetz steht, ich glaube in Artikel 106, sie wird einfach nicht mehr erhoben, seit die Regierung Kohl beschlossen hat, dass sie ab 1. Januar 1997 eingefroren wird. Und wenn heute auch Politiker der Linken sagen, die Vermögenssteuer soll wieder eingeführt werden, dann muss man sie darauf hinweisen, dass sie gar nicht wieder eingeführt werden muss, sondern sie muss nur wieder erhoben werden. Und das gilt aber auch für das Senken des Spitzensteuersatzes von unter Helmut Kohl 53% auf heute 42%. Für ganz wenige, die mehr als ein Jahreseinkommen von 250.000 Euro als Alleinstehende und 500.000 Euro als gemeinsam veranlagtes Paar haben, 500.000 Euro, die darüber verdienen, die müssen 45% Reichensteuer zahlen. Aber was auch passiert ist, ist die Körperschaftssteuer, das ist die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaften. Unter Helmut Kohl 25% beziehungsweise 40%, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet werden, ist gesenkt worden auf heute noch 15%. Die Kapitalertragssteuer unter Helmut Kohl gekoppelt an den persönlichen Steuersatz, das heißt also in der Spitze 53%, abgesenkt auf 25%. Also der Facharbeiter bei BMW, der viele Überstunden macht, kann durchaus in die Situation geraten, es wird sicher wenige geben, aber das ist denkbar, dass er den Spitzensteuersatz von 42% bezahlen muss, während die Quantklattens, wenn sie ihr Aktienportefeuille besser diversifiziert hätten, also nicht nur BMW-Aktien hätten, sondern die Aktien breiter gestreut und auch keine Funktionen im Unternehmen hätten, die haben sie aber. Deswegen müssen sie den persönlichen Steuersatz zahlen, wenn sie nicht so gute Steuerberater haben, dass sie es nicht brauchen. Das weiß ich aber leider nicht. In Deutschland gilt ja das Steuergeheimnis und man ist da auf dem Gebiet nicht so transparent wie zum Beispiel in den skandinavischen Staaten. Aber wenn Sie ein breit gestreutes Aktienportefeuille hätten, dann müssten Sie tatsächlich nur 25% Kapitalertragssteuer auf diese riesige Dividendenzahlung bezahlen. Und ich meine, ungerechter kann es nicht zugehen. Soll ich noch ein bisschen mehr zur Ungerechtigkeit des Steuersystems sagen? Ich habe ja gesagt, Matthäus-Prinzip, gesenkt worden sind die Kapital- und Gewinnsteuern. Angehoben worden ist am 1. Januar 2007 die Mehrwertsteuer. Das ist nun zufälligerweise die Steuer, die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, meistens sind es Frauen, Transferleistungsempfängerinnen und Bezieher, die müssen nämlich, wenn sie in den Laden gehen, natürlich auch die Mehrwertsteuer bezahlen, obwohl sie nicht einkommensteuerpflichtig sind.
So, und was kann es eigentlich Ungerechteres geben, als dass die alleinerziehende Mutter im Hartz IV Bezug, ich kenne mich wegen des zweijährigen Sohnes sehr gut aus, was Windeln kosten, geht in den Laden, kauft Windeln und bezahlt 19% Mehrwertsteuer. Der Reiche, der hergeht und kauft sich ein Reitpferd, bezahlte bis 2012 7% Mehrwertsteuer. Der ganz Reiche, der hingeht und kauft sich für 30 Millionen Euro ein Aktienpaket, zahlt überhaupt keine Umsatzsteuer, weil die Regierung Kohl 1991 die Börsenumsatzsteuer abgeschafft hat. Übrigens mit Hinweis auf die Globalisierung nach dem Motto, wenn die anderen die Steuern senken oder abschaffen, müssen wir das auch. Randbemerkung, am Finanzmarktplatz London, der ja nicht ganz unwichtig ist, gibt es die Börsenumsatzsteuer heute noch. So, das ist die Situation, wenn man so eine Steuerpolitik macht. Und dann auch noch eine Erbschaftssteuerreform, die gerade unter maßgeblicher Beteiligung auch des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten und der CSU dafür sorgt, dass man einen ganzen Konzern weiterhin erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Gesellschaft auseinanderdriftet. Wenn es mehr Reichtum gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich die Armut ausbreitet. Denn das ist doch ganz klar. Niedrige Löhne bedeuten hohe Gewinne. Wenn man einen Niedriglohnsektor schafft, schafft man natürlich höhere Gewinne. Wenn man eine solche Steuerpolitik macht, spaltet man das Land auf die Art und Weise, dass man eben bei den Reichen immer weniger abschöpft und bei den Armen immer mehr holt über die Mehrwertsteuer. Und das ist natürlich ausschlaggebend dafür, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich immer mehr vertieft. Was kann man tun? Ich will jetzt nicht, sondern weise da auch wieder auf ein Buch hin, das ich geschrieben habe. Es ist mein Bestseller, heißt Armut in einem reichen Land. Im Untertitel, der ist eigentlich wichtiger, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Und in der Logik des Buches liegt es, dass ich da behandle, was man nicht tun kann, um Armut zu bekämpfen, was uns aber eingeredet wird, was die richtige Lösung ist. Das ist von rechts, wird uns eingeredet, Bildung. Bildet euch, bildet euch, bildet euch. Predigt man den Armen. In Klammern, damit zwischen den Zeilen wird transportiert, ihr seid selber schuld. Ihr habt euch nicht genug gebildet. Und ich bin sehr für mehr und bessere Bildung. Aber wenn alle Jugendlichen, nicht nur die mit Migrationshintergrund, besser gebildet wären, wofür ich, wie gesagt, sehr bin, dann würden sie womöglich am Ende auf einem höheren geistigen Niveau um die immer noch fehlenden Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze konkurrieren. Und dann hätten wir am Ende nicht die Armut beseitigt, sondern mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss. Und deswegen finde ich so eine Ablenkungsdiskussion auf Bildung zu stark zu setzen. Übrigens diejenigen, die das empfehlen, die machen eben gerade nicht das, was aus der Analyse sich ergeben würde, nämlich die Bildungsbarrieren für Kinder aus sozial benachteiligten Familien zu senken, sondern sie machen das Gegenteil. Sie fördern Privatschulen, sie schaffen die Lernmittelfreiheit ab oder schränken sie ein und sie möchten am liebsten auch wieder, wie das jetzt in einzelnen Bundesländern auch schon wieder passiert, Studiengebühren einführen. Also genau das Gegenteil von dem, was angeblich getan werden müsste, um Armut zu bekämpfen. Und das Zweite, was ich für verkehrt halte, ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, das uns von rechts, von Neoliberalen, aber auch von manchen Linken, vielleicht auch manchem Pseudo-Linken empfohlen wird, weil eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip schafft auch nicht mehr Gerechtigkeit. Über allen 1.000 Euro auszuschütten, führt eben nicht dazu, dass Bedarfsgerechtigkeit hergestellt wird. Dann müsste man nämlich gucken, braucht nicht jemand zum Beispiel in München, der hier keine Wohnung findet, selbst als Normalverdiener, weil die Mieten so hoch sind, braucht der vielleicht nicht mehr als jemand, der in einer Landkommune in Mecklenburg-Vorpommern lebt und so gut wie keine Mietkosten hat. Oder braucht nicht der Blinde, der Schwerstbehinderte, sehr viel mehr Geld als die 1.000 Euro und braucht nicht vielleicht jemand wie ich
oder erst recht wie Götz Werner als Gründer der DM-Drogeriemarktkette und prominentester Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens überhaupt keine 1.000 Euro, weil er auch so genug hat. Also mir leuchtet das nicht ein, da wird auch nicht Leistungsgerechtigkeit hergestellt, weil es wird nicht gefragt, ob jemand sich angestrengt hat, fleißig ist oder was er als Lebensleistung vorzuweisen hat, sondern über allen wird wie mit der Gießkanne dasselbe ausgeschüttet. Und es wird auch nicht Verteilungsgerechtigkeit hergestellt und die Armut beseitigt, weil wenn ich sozusagen dem Milliardär genauso 1.000 Euro gebe wie dem jetzigen Hartz-IV-Bezieher, dann ändert sich an den Vermögensverhältnissen, die letztlich entscheidend sind für diese Kluft zwischen Arm und Reich, auch nichts. So, und deswegen würde ich doch mehr meine Analyse empfehlen, und wenn die richtig ist, dann bietet es sich an, auf den drei genannten Sektoren genau das Gegenteil von dem zu tun, was meiner Meinung nach zur Spaltung der Gesellschaft geführt hat. Also erstens statt der Deregulierung des Arbeitsmarktes eine Reregulierung des Arbeitsmarktes. Ein sehr viel höherer Mindestlohn, der nötig ist, um bei Vollzeittätigkeit davon leben zu können, und auch wenigstens bei Vollzeittätigkeit genügend Rentenanwartschaften erwerben zu können, um im Alter nicht die staatliche Grundsicherung in Anspruch nehmen zu müssen. Die Mini- und Midi-Jobs müssten sozialversicherungspflichtig werden. Leiharbeit müsste entweder verboten oder sehr, sehr stark reguliert werden. Das sind so Schritte, die dann vielleicht den Niedriglohnsektor ein Stück weit eindämmen könnten. Weil der jetzige Mindestlohn in Höhe von 8,84 Euro, im nächsten Jahr von 9,19 Euro und im übernächsten Jahr von 9,35 Euro, der reicht eben nicht aus, um aus dieser Zone der Prekarität herauszukommen. Und der ist eben zu niedrig. Der kann zwar und hat sicherlich auch als jetzt positives Moment, dass er so ein Stück weit den Niedriglohnsektor nach unten eingedämmt hat, aber er trocknet ihn natürlich nicht aus, er beseitigt ihn nicht. Dazu bräuchte man sicherlich 10, 11, 12 oder wenn man genau es nimmt, sogar noch einen höheren Mindestlohn. Der in Deutschland ist übrigens der niedrigste in ganz Westeuropa. Das sollte man bedenken, und gerade Gewerkschaften, finde ich, stehen hier in der Verantwortung. Also ich habe schon vor längerer Zeit vorgeschlagen, anknüpfend an die amerikanische Kampagne Fight for 15, die Bernie Sanders unterstützt hat, bei uns die Kampagne zu starten, es ist Zeit für 10, um dann bei dieser schönen Alliteration zu bleiben und als nächsten Schritt zu sagen, es ist Zeit für 12. Aber die Anstrengung müsste unternommen werden, und es müssten natürlich nicht nur die Gewerkschaften sich dafür einsetzen, sondern auch andere wichtige gesellschaftliche Gruppen. Dann müsste der Sozialstaat, statt um- und abgebaut zu werden und demontiert zu werden, müsste er um- und ausgebaut werden. Also natürlich müsste Hartz IV, und da meine ich jetzt wirklich Hartz IV, also das, was der Kern von Hartz IV ist, ist die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Die Arbeitslosenhilfe war eine den Lebensstandard von Langzeiterwerbslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung. Und da ist nichts, wie Gerd Schröder es in seiner Agenda-Rede beschönigt und verschleiert hat, es ist nicht zusammengelegt worden. Das wäre ja schön, weil zwei Leistungen zu einer macht die Sache einfacher, durchschaubarer, transparenter, wäre ja was Positives. Aber es ist in Wirklichkeit die Arbeitslosenhilfe abgeschafft worden, und an deren Stelle ist am 1. Januar 2005 mit Hartz IV das Arbeitslosengeld II getreten, eine nicht mehr Lohnersatzleistung, den Lebensstandard sichern, sondern eine Fürsorgeleistung, eine Lohnergänzungsleistung, eine Leistung, die zwar demagogischerweise Arbeitslosengeld II heißt, aber die 1,2 Millionen Menschen beziehen, die gar nicht arbeitslos sind, sondern die Hartz IV, im Volksmund wird es ja so genannt, die das Arbeitslosengeld II beziehen müssen, weil ihr Lohn, ihr Gehalt nicht zum Leben reicht. So, und deswegen müsste natürlich so etwas wie die Arbeitslosenhilfe, jetzt kommt was Interessantes, die steht auch noch im Grundgesetz. Diese Arbeitslosenhilfe, finde ich, sollte in der einen oder anderen Form reaktiviert werden, müsste wieder eingeführt werden. Es müsste aber auch darüber hinaus eine Grundsicherung geben, die armutsfest ist, die bedarfsgerecht ist und die repressionsfrei, sprich ohne Sanktionen auskommt.
Das müsste verbunden werden mit einer strukturellen Veränderung des Sozialstaates hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle gesellschaftlichen Gruppen müssten einbezogen werden in den Sozialstaat. Also nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten einzahlen in die Sozialversicherung, sondern auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Es müssten alle Einkünfte, alle Einkunftsarten verbeitragt werden. Warum nur Löhne und Gehälter? Warum nicht Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, aber auch Miet- und Pachterlöse? Es müsste die Beitragsbemessungsgrenze, die so eine Art Solidaritätsbremse ist in der Sozialversicherung, die müsste entweder aufgehoben oder aber stark angehoben werden. Warum hört die Solidarität bei einem Monatseinkommen von 6.500 Euro in Westdeutschland und von 5.800 Euro in Ostdeutschland auf? Was man darüber hinaus verdient, und auch der Arbeitgeber, muss keine Beiträge mehr in die gesetzliche Rentenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung zahlen. Und bei der Krankenversicherung kann man sich sogar schon vorher in die private Krankenversicherung verabschieden, bei einem noch niedrigeren Gehalt. Also Krankenversicherungspflichtgrenzen, Beitragsbemessungsgrenzen sind eigentlich systemwidrig und müssten in einem Sozialstaat der Zukunft aufgehoben sein. Dann müsste eine andere Steuerpolitik gemacht werden. Also ich vermag nicht einzusehen, warum ein Spitzensteuersatz, wie es in der Bundesrepublik in den früheren Jahren, in der sogenannten alten Bundesrepublik, den 50er, 60er Jahren gab, von 60%, warum der nicht möglich sein sollte. Das bedeutet ja nicht, dass man 60% weggesteuert bekommt, sondern es bedeutet nur, dass man ab dann einem bestimmten Einkommen, Jahreseinkommen von, sagen wir mal, 600.000 Euro, dass man da dann von dem Moment an für jeden Euro, den man darüber verdient oder als Einkommen hat, verdienen wird man es meistens nicht, wenn es in solchen Höhen sich abspielt, dann muss natürlich die 60% Steuersatz nur auf das Einkommen bezahlt werden, was darüber liegt. Und ich könnte mir auch vorstellen, einen noch höheren Steuersatz in Form einer Millionärsteuer. Die Vermögensteuer muss unbedingt wieder erhoben werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Erbschaftssteuer für Firmenerben. Die ist etwas, was natürlich sehr stark in den letzten Jahren dazu geführt hat, weil diejenigen, die bei uns immer so mit dem Kosenamen des Familienunternehmers belegt werden, in anderen Ländern heißen die Oligarchen, in Griechenland, in der Ukraine, in Russland werden die Oligarchen genannt. Es geht ja nicht um Kleinunternehmer an der Ecke. Die müssen mit Freibeträgen natürlich freigestellt bleiben, wenn deren Kinder beispielsweise das Unternehmen erben. Aber bei großen Konzernen, da, wenn der Staat da nicht zugreift, wo soll er es dann sonst tun? Ich finde übrigens auch, dass Neoliberale da ganz, ganz schlechte Karten haben, wenn sie die Erbschaftssteuer bei Firmenerben oder die Verschonung, genauer gesagt, der Erben damit rechtfertigen wollen, dass Leistung sich lohnen soll. Denn es ist ja keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Milliardärs zu sein. Und dann kommt das Gegenargument von Christian Lindner, mit dem ich im Düsseldorfer Industrieclub mal darüber diskutiert habe. Das ist die Stelle, wo ein sehr bekannter Mann, den ich hier nicht nennen will, seine politische Karriere begonnen hat. Christian Lindner hat dazu diesem Thema Erbschaftssteuer gesagt, man könne doch nicht die Leute zweimal besteuern. Und ich habe gesagt, jedes Mal, wenn ich eine Gummiente für meine Tochter oder meinen kleinen Sohn kaufe und in den Laden gehe, werde ich das zweite Mal besteuert. Zuerst mein Gehalt und dann anschließend im Laden mit der Mehrwertsteuer. Aber das Witzige ist ja, da wird überhaupt niemand bei der Erbschaftssteuer das zweite Mal besteuert. Der Erblasser ist nämlich tot, der kann also nicht mehr besteuert werden. Diejenigen, die besteuert werden, sind diejenigen, die von Guido Westerwelle bezeichnet worden sind. Er hat es aber gemünzt auf die Hartz-IV-Bezieher mit anstrengungslosem Wohlstand, nämlich die Erben. Und die dann zu besteuern, finde ich, dazu müssten sich eigentlich sogar Neoliberale bereit erklären. Ihr seht also, auch mit der Steuerpolitik könnte man dafür sorgen, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich nicht weiter vertieft. Und diese und sicherlich auch noch andere Maßnahmen
Um Armut zu bekämpfen, muss man auch natürlich in der sozialen Arbeit, in der Stadtentwicklungspolitik, in der Wohnungsbaupolitik, in vielen anderen Bereichen der Bildungspolitik sicherlich Maßnahmen ergreifen, um die Spaltung zu verringern und möglicherweise auch ein Stück weit aufzuheben. Aber im Kern, denke ich, muss es darum gehen, in diesen drei Bereichen eine Kurskorrektur zu erzwingen. Und das wird sicherlich nur gehen, wenn ganz unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft sich zusammenfinden. Ich setze da wirklich auf Gewerkschaften, auf Kirchen, auf Wohlfahrtsverbände, auf Globalisierungskritiker wie ATTAC, aber auch auf Armutsforen, auf Arbeitslosengruppen und viele mehr. Und ich wünsche mir sehr, dass wir einen Druck entfalten, der ausreicht, um wenigstens kleine Schritte in diese Richtung zu gehen und die Regierenden, die politisch Verantwortlichen zu zwingen, solche Schritte zu beschreiten. Dankeschön.